Der Eierhof Anderlein Kappel am Grabfeld sorgt für zufriedene Gesichter bei seinen Kunden und bietet neben bereits bestens bekannten Produkten auch zahlreiche Neuerungen an. Bei uns gibt es natürlich immer ein paar Neuigkeiten und der Oberschrei setzt die Freilandhaltung nach Kundenwunsch, dass die Hühner rausgehen können auf die grüne Wiese. Da haben wir 10 Hektar eingezäunt, das heißt 10.000 Quadratmeter mal 10, das heißt 100.000 Quadratmeter. Und natürlich haben wir noch, weil das zu wenig ist, haben wir noch die Ackerflächen alle auf Bio umgestellt. Bio-Gemüse, das machen wir selber mit der Familie Urbanik mit rein. Und jetzt im Herbst haben wir natürlich schon schöne Bio-Kürbisse in alle Formen und auch Schnitzkürbisse, wo es sonst nirgends gibt. Sohn Stefan gestaltet mit viel Umsicht und großem persönlichen Arbeitseinsatz optimale Bedingungen bei den Biopflanzen. Beim Bauernland habe ich jetzt dabei Himbeerdrinnen. Vorher habe ich einen Monat früher noch Heidelbeeren gehabt, aber Heidelbeeren dauert ein wenig, bis das alles wächst. Das dauert alles ein wenig. Aber in 2-3 Jahren wird das selbst viel klar funktionieren nachher. Der Erdäpfel-Selber-Glauben-Tag bringt viel Freude. Besonders bei den Kunden, die ihre biologischen Feldfrüchte selber ernten dürfen. Kartoffel habe ich auch einen Hektar gemacht. Mit Bio-Kartoffeln und heuer, wenn wir auch so machen, einen Tag können alle Leute kommen, dass man sich Kartoffeln auswählen und die Leute sich selber die Kartoffeln klauen können. Auf einen Samstag, aber das weiß man nicht ganz genau wann, aber das werden wir ausschreiben. Last but not least hat der Eierhof Anderle gemeinsam mit seinen Nachbarn das Gemüsequadrat ins Leben gerufen. Hier wird biologisch, das heißt ohne Spritz und ohne künstliche Düngemittel, hervorragendes Bio-Gemüse gezogen, das im neu gestalteten Bioladen 24 Stunden am Tag gekauft werden kann. Der Eierhof Anderle in Kappel am Grabfeld. Ein Erfolgsbetrieb mit Vorbildcharakter.